Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Und wir machen nochmal hier den Oberanführer. Hatte geguckt, hab noch keine tolle Gruppe gefunden. Für die Schattenlobby. Aber ich bin dran. Ansonsten kann man halt nur ein bisschen farmen. Von daher machen wir das. Wenn wir den Oberanführer haben, haben wir nämlich auch schon mal ein schickes Schmuckstück. Kann man nämlich endlich mal den Käse ausziehen. Den Lufferschwamm. Und wie ihr hört, bin ich ein bisschen erkältet. Aber das steht dem Spielspaß wenig entgegen. Vielleicht muss ich mal die Nase putzen oder so, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Und ich hatte überlegt, dass wir nachher mal vielleicht nach Schergratsch gehen oder so. Und dann mal gucken. Vielleicht dann noch ein bisschen farmen, dann können wir, beziehungsweise etwas Kohle farmen. Dann können wir da nämlich auch einem Leder holen. Okay, Zeit gibt es an, Geistwolf. Tja. Tja, ich glaube, der ist nicht für mich. Lassen wir ihn mal da stehen. So. Nur damit es halt auch weitergeht in der Runde. Hier dabei gelaufen? Nee, noch nicht. Okay. Ich hier von einem Gildenkollegen. Ich habe eine Wildnis bekommen. Ein bisschen gepusht hier. Wow. So, ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich denke aber, das dürfte nicht das Problem sein. Wir sind jetzt 8 Stufen oder 7 Stufen größer als der. Von daher bin ich vollen Mutes, dass das klappt. Gut, jetzt sind wir ein bisschen aggro, aber es ist nicht so tragisch. So, wie ihr seht, geht es mit der Aggro auch. Ich bin halt nur über den einen fast drüber gelatscht. Darum ist der. Da habe ich Aggro bekommen. Was. Ich sage, holen wir uns gleich unser neues Trinket. Voll gebufft. Ist aber noch richtig hoch machen, das muss ich noch Weg hier frei. Ne, der war 83 Jahre. Seht, das ist nicht das Problem. Kurz auf Passiv. Wir müssen halt aufpassen mit den AE-Effekten. So, schwupp. Passiv und schießen und Attacke.
Ups. Rüffelung auf unseren Zwerg. Heilung. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, schnell heilen. Sieht gut aus. Noch heilen. Ich will immer fast drücken, ne? Oh nein, verdammt. Ich wollte gerade noch heilen mich, aber dann hat er mich niedergestreckt. Blöder Kerl. Naja, was soll das? Erstmal wieder zurücklaufen. Wiederbelebung, okay. Ach, das ist diese Ritzzeit da. Was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ist hier unser Männchen. Das vergesse ich aber schon mal gerne. Ne? Wir müssen bald wieder reparieren. Und wie ihr seht, werden die Preise steigen. Vor allem für schwere Rüstung. Aber die am meisten bestrafte Klasse ist der Krieger und der Paladin mit der Platte. Oh ja. Okay, HC können wir noch nicht gehen, wir haben noch keinen Schlüssel. Aber wie gesagt, HC brauchen wir auch nicht gern. Versuch das nochmal. Können wir ja vorher noch eine Falle aufstellen. Vielleicht bringt das auch noch ein bisschen. Man soll ja nichts unversucht lassen. Tiefensum ist heute Daily HC. So sind wir dann auch up to date. Schwupp. Ich gedacht, da kriegen wir den umgehauen. Hier drin schmeißen wir da rein. Was ist denn das? Das ist über 50. Ist auch quasi wieder so. Heilen, das ist zu essen, trinken wir was, essen wir was und schütteln uns den letzten Möglichkeitstrink in den Kopf. Auch machen werden ist okay. Und ich betrinken. Ich zeige euch dann gleich, wofür das ist. Hoch.
So, Ene Menemu, der ist jetzt 63. Dann nur noch 62. Bisschen beschwipst. Die sind dann plötzlich nur 61. Lustig, ne? Warum? Wahrscheinlich wegen Größen, Überschätzung oder so. Passiv stellen. Weil, dann können wir nämlich auch. Oh. So. Dann kritten wir nämlich auch öfters. Weil dadurch die Trefferwertung was runtergesetzt wird. Die wir brauchen. Ach Mensch, ey, kommst du? Komm raus. Hier. Komm raus, komm. Jetzt. Ich habe leider nichts noch zu betäuben. Heilung läuft. 10, 9, 8. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Heilung läuft. Was ein bisschen Alkohol bei uns ausmacht. Tada! Gut, ne? Also wenn ihr den mal nicht besiegen könnt, trinkt euch was und zack, bumm, ist der nur noch Stufe 62. Das geht im Übrigen in Raids auch. Ob das bei Bossen funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß, damals unser Druide, der hat sich nämlich auch vorher mal betrunken. So hat er dann teilweise mehr Schaden gemacht, dadurch, dass die Trefferwertung runter war. Und der Gegner dann quasi kleiner, sag ich mal. Ja, muss halt alle Tricks kennen hier. So. Dann nehme ich unsere Belohnung gleich abholen. Wie ihr seht, bin ich immer noch ein bisschen betrunken, weil ich laufe noch ein bisschen schief hin und her, aber das macht nichts. Das macht so gar nichts. Denn wir haben es trotzdem geschafft. Ach, wie gern würde ich mich jetzt da melden, aber mit HC können wir leider nicht rein. Ja, das geht dann recht schnell. Der ist mal nicht tief im Sumpf. Es gibt mehrere Gruppen dadurch, dass tiefen Sumpf heute daily ist. Hat mir jemand gesagt, nö. Schön, schön. Wir holen uns jetzt noch unser Schmuckstück. Dann können wir den Lufferschwamm wegtun oder das Ausweichding. Wo
Obwohl beides ist Mist für uns. Na gut, wir tun aber den Luftverschwamm weg, der ist noch mehr Unsinn für uns. So. Schön, schön. Da steht noch mal eine Heilung drauf. Donuts mag er nicht. Ups. So. Tada. Das Licht sei mit euch. Ach. Was haben wir da für hier? Tada. So. Haben wir irgendwas gerade angenommen, verdammt. Wer feuert das, ne? Ja. Schicksal wenden können wir aber getrost abbrechen. So. Guter Schmuckstück. Wo ist es? Anziehen. Und auf da. Und dann legen wir uns das am besten hier oben hin. So. Und dann haben wir nämlich 17,7 Crit. Ohne das. Ups. Ja. Schon gut, ne? Verwertung 39, wie gesagt, es fängt so langsam an, dass wir uns verbessern. Aber gut, durch die Instanzen wird das noch besser und schneller gehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Mal. So, das Let's Play WoW, The Burning Crusade. Und damit auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video und wir sehen uns auf Wiedersehen. Tschüss.